Mit einer Lehre bei den Stadtwerken Kapfenberg gehörst auch du zu den Helden der Zukunft. Wohin die Wege uns auch führen. Unsere Natur verbindet uns und lässt uns erkennen, was im Leben wirklich zählt. Und das ist gut, besser, Gösser. Um das Wertvollste zu bewahren, nachhaltig gebraut. In der Gebietsliga Mürzgen sind die 16. Spielrunde und der Tabellenzehnte Obereich trifft auf den Tabellenfünften auf St. Marein-Lorenzen. Und die Mariner haben eine kompakte, intakte Mannschaft. Und bei Obereich blieb in der Wintertransferzeit kein Stein auf den anderen. Fast eine ganze Mannschaft hat den Verein verlassen. Und da braucht man noch ein bisschen Zeit. Schauen wir uns dieses Spiel gemeinsam an. Wir erwarten heute eine heiß umkämpfte Partie am Obereicher Sportplatz. Die Obereicher haben im Frühjahr noch nicht angeschrieben, haben alles verloren und gegen Marein heute wird sicher ganz schwer. Den Matchball sponsert das Sportcafé Obereich. Und der Schiedsrichter heute kommt aus Graz, Roland Smolley. Und los geht's mit dem Match. Obereich in Blau-Weiß spielen da gleich mal mit einem Freistoß. Distanz 20 Meter circa, aber da kann man nichts herausholen. Dann Obereich mit gutem Spielzug. Dann ein toller Abschluss und die Folge 1:0 für Obereich steht. Der Torschütze Christian Dietscher in Minute 8. Obereich Schlussmann Sekovic wird da getestet. Dominik Baumann mal rein da mit einer super Möglichkeit, aber der Dominik lässt diesen Sitz aus. Weiter geht's mit Ecke mal rein. Obereich verteidigt da schlecht und da gibt schon den Ausgleichstreffer zum 1:1, der Torschütze Stefan Stengel. Simon Fako, der aufmerksam im Marein-Tor. Marein will die Führung, versucht sie immer wieder. Ja, und da klingelt's wieder. Schabereiter hat für die Gäste da eingedrückt zum 2:1 für die Mariner in Minute 39. Marein macht weiter mit gutem Spielzug, aber Treffer gibt's vor der Pause keinen mehr und mit der 2:1 Marein-Führung geht's in die Halbzeit. Wusstest du, dass Hunde nicht lesen können? Okay, das kann man sich ja fast denken. Aber wusstest du, dass die Stadtwerke Kapfenberg GmbH eine der günstigsten Tankstellen in der Region betreibt? Falls nein, jetzt weißt du's. Lust auf einen Treibstoffgutschein der Stadtwerke Kapfenberg? Ja, bitte gerne. Ja, und ich habe wirklich leichte Fragen. Eine Grazer Fußballmannschaft spielt um den Meistertitel, wenn es suchen da? Sturm Graz. Sturm Graz. Wie schaut das aus in der Tabelle? Das sind jetzt Erster mit 3 Punkten Vorsprung vor Salzburg. Und heute gibt es ein Schlagerspiel? Gegen Salzburg, ja. Und der Sportdirektor von Sturm Graz, der ist ja von da, den kennst du auch. Wer ist denn das? Das ist der Schick Andreas. Ist richtig. Und im Cup ist Sturm Graz auch noch gut vertreten. Da geht es jetzt am Mittwoch ins Finale. Gegen wen? Genau, ja, das spielen gegen Rapid Wien Mittwoch. Ja, ich kann nur gratulieren, du hast den Gutschein. Gratulation. Super, danke schön. Mehr. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Ja.
Der junge Moritz Breitner spielt eine solide Partie bei den Gästen. Defensiv sehr stark. Und dann stellt Zuric zum 2:2 für Oberaich, macht den Ausgleich. Gut drauf heute die Oberaicher. Mit denen haben die Mariner nicht gerechnet. Oberaich verteidigt er brav, will heute punkten. Marijn Lorenzen erhöht den Druck, ist auf ein Tor aus. Und Oberaich da mit einem Zuric-Schuss. Schiri Smollei, ein guter Spielleiter, stellt sich nicht in den Vordergrund und eine gute Laufarbeit hat auch der junge Grazer. Wir sind in der Endphase und Marijn da sehr druckvoll. Guter Marijn da mit guter Aktion. Halilovic bei den Oberaichern technisch sehr stark. Sekovic Oberaich da hält das super. Und zum Abschluss gibt es dann noch zwei gelbe Karten. Wir blenden in Minute 91, da gibt es den Siegestreffer für die Mariner. Schiedl, der Torschütze da, zum 3:2 für Marijn. Und das war's auch schon. Marijn Lorenzen holt sich mit diesem 3:2-Sieg wichtige Punkte aus Oberaich. Stimmen zum Match? Ja, der Stefan Stengel hat heute wieder allen Grund zur Freude. Marijn hat da auf dem heißen Oberaicher Boden 3:2 gewonnen und du hast da ein Tor gemacht. Erzähl ein bisschen. Ja, es war halt ein bisschen ein Überraschungsei, sage ich mal. Wir haben nicht gewusst, auf was wir uns da einstellen müssen. Die Oberaicher haben sehr viele Transfers getätigt in der Winterzeit. Und ja, die Ergebnisse waren nicht ganz konsistent. Das 2:1 in Breitenau und dann doch wieder hoch verloren. Jetzt haben wir wirklich nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Wir haben gewusst, wir müssen alles reinhauen mit unseren jungen Truppen und das ist uns schließlich und endlich gelungen. Ja. Ja, wichtig ist natürlich der Dreier, aber Oberaich hat, wie du sagst, gut entgegengehalten. Definitiv, also die haben wirklich bei dir, es war relativ warm, auch wenn man es nicht glaubt, aber die Umstellung war doch wieder groß. Die haben sehr gut dagegen gehalten, es war ein bisschen eine Hitzeschlacht, auch im Frühjahr, wenn man sagen muss. Aber wie gesagt, am Ende, mit einem besseren Ende für uns. Eine schöne Feier noch, danke. Danke, wieder. Ja, was sagt der Rossmann Mario zu dieser knappen Niederlage der Oberaicher? Ja, wirklich schade. Wir waren jetzt da die letzten Partien wirklich nicht gut. Und heute hat man eine klare Steigerung gesehen, glaube ich. Leider haben wir uns die Tore wieder selber gemacht, wie die letzten Tore auch schon. Ich glaube, wenn wir das abstellen können, sollten wir noch Chancen haben, dass wir auch zwei Partien gewinnen noch in der Saison. Es waren ein paar gute spielerische Akzente auch drinnen. Ja, weil wir uns heute erstens wieder mit traut, ein bisschen den Ball laufen lassen, ein bisschen spielen. Wirklich ein bisschen Ruhe in die Ketten zu halten. Die letzten Partien haben wir eigentlich nur
versucht, den Ball wegzukriegen, weil wir so unsicher waren. Heute hat man wirklich gesehen, dass wir ein bisschen probiert haben zum Spielen und uns ein bisschen traut haben. In weiten Zügen war es auch, finde ich, ganz gut. Aber wie gesagt, die Tore machen wir uns leider immer selber. Hoffentlich wird es in den nächsten Partien ein bisschen besser, dass wir da ein bisschen konsequenter hinten sind. Das wünsche ich auch. Danke. Danke sehr.